Für egal welchen Winkel x gilt, der Sinus von 3x ist immer dasselbe wie minus 4 mal Sinus hoch 3 von x plus 3 mal Sinus von x. Genau das wollen wir hier beweisen. Um das zu beweisen, zerlegen wir zuerst 3x in 2x plus x und können hier die Additionsformel für den Sinus anwenden. Die ergibt dann sofort Sin 2x mal Cos x plus Cos 2x mal Sin x. Hier erkennen wir die Verdopplungsformel. Sinus von 2x, das ist 2 Sin x Cos x. Und auch hier erkennen wir eine Verdopplungsformel. Der Cosinus von 2x, das ist Cos Quadrat von x minus Sin Quadrat von x. Also so. Sin x verteilen wir noch auf diese Klammer. Und so erhalten wir Sin x mal Cos Quadrat von x. Da steht aber plus 2 Sin x mal Cos Quadrat von x. Also macht das insgesamt 3 Sin x Cos Quadrat von x. Und dann noch Sinus x mal Sinus Quadrat von x mit dem Minus versehen. Das ergibt minus Sinus hoch 3 von x. In der Endantwort sehen wir nur noch Sinus. Hier steht aber noch ein Cosinus und das im Quadrat. Also liegt es auf der Hand, wir werden Cos Quadrat von x durch die Grundformel der Trigonometrie in 1 minus Sinus Quadrat von x verwandeln. So. Und jetzt verteilen wir 3 Sin x noch auf diese Klammer und somit finden wir sofort die Antwort, die wir eigentlich finden sollten. Die Übung ist schon beendet.